Lesung. Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Autorin Nura Shiva. Hallo Nura, stell dich doch einfach mal vor. Hi, also ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein und auch ein Hallo an alle Zuhörenden. Also mein Name wurde gerade genannt, Nura Shiva, der sorgt manchmal für Verwirrung. Dazu direkt eine Anekdote tatsächlich. Das war so, das ist ja ein Vergnügen. Und es ist halt, ich habe es mir ausgesucht, weil mein Nachname sehr kompliziert ist, weil ich aus Russland komme. Letztendlich ähnelt sich der Name vom Pseudonym, also die ähneln sich die Namen. Aber jetzt kann jeder den Nachnamen aussprechen, aber jeder ist auch verwirrt vom Vornamen und früher war es genau andersrum. Aber das hast du super hinbekommen mit der Aussprache. Also, ein paar Worte zu mir. Ich bin Lektorin und Autorin, deswegen bin ich hier zu Gast. Ansonsten bin ich auch Studentin. Ich studiere Germanistik und Anglistik. Das in erster Linie, um meine Leidenschaft für Literatur zu stützen. Also tatsächlich habe ich mich hauptsächlich deshalb dafür entschieden. Ansonsten, wie vorhin auch schon vorweggenommen, ich habe einen russischen Namen und Nachnamen, weil ich in St. Petersburg geboren wurde. Und nach 5 Jahren sind wir dann mit meinen Eltern nach Deutschland ausgewandert. Das heißt, ich erinnere mich noch an eine Zeit, in der ich kein Deutsch konnte. Zurzeit wohne ich zwischen dem Westerwald und der Eifel. Und genau, meine Hobbys sind neben dem Schreiben, wobei das kein Hobby ist, das ist eine Leidenschaft und ein Grundbedürfnis, sind das Zeichnen, E-Gitarre spielen und Suche nach Abenteuern, sage ich jetzt einfach mal so. Ja, hast du aber ganz viel zu berichten. Ja, dein Name ist wirklich schwierig, aber dank deiner Hilfe habe ich es hinbekommen. Vielen Dank nochmal. Sehr gerne. Und du hast ja schon ein ganz spannendes Leben hinter dir und wahrscheinlich auch noch vor dir, würde ich sagen. Aber jetzt erzähl uns doch erstmal, welches Buch du heute mitgebracht hast. Ja, also mein Debütroman, Andragal, auf diesen Namen hört er, aber den ersten Teil nenne ich einfach nur Nebelnacht, weil sonst ist man verwirrt, denn es ist tatsächlich eine Pentalogie, also wird es voraussichtlich, ist ein Jugendbuch, des Genres Fantasy. Und ja, wie gesagt, Pentalogie, also umfasst Verbände. Genau, wahrscheinlich stellt man sich die Frage, warum das Buch Andragal heißt. Das liegt daran, dass es um Gestaltwandler geht. Und die habe ich auf den Namen Andragal getroffen. Diese Gestaltwandler leben im Verborgenen unter uns Menschen. Das bekommen sie deshalb hin, weil wenn sie sich nicht wandeln, dann ähneln sie uns praktisch. Also sie sind dann eigentlich so wie wir, könnte man sagen. Bis auf ein paar kleinere Merkmale, aber darauf komme ich nochmal später zu sprechen. Am einfachsten wäre es wahrscheinlich, wenn ich jetzt auch direkt mal den Klappentext vorlese, weil ich finde, der erklärt dieses etwas verstrickte System ziemlich gut. So, dann jetzt der Klappentext. Engel, Furien, Devas, Harpien sind nur Geschichten. Worum sie sich ranken, sind Gestaltwandler, die seit jeher zu unserem Alltag gehören. Andragale. Und doch erkennen wir sie nicht einmal, wenn sie unsere Nächsten sind. Tuman will der Geheimhaltung ein Ende bereiten. Ein Umbruch, der ohne Macht unmöglich scheint. Diese entnimmt Tuman Andragalen und bringt ihnen damit den Tod. Nur einer der hohen Preise, die Tuman zu zahlen bereit ist. Doch damit nicht genug. Auf seiner Abschlussliste rät eine Gruppe Schüler, deren Fähigkeiten ihn unaufhaltsam machen könnten. Für die Jugendlichen entbrennt ein Kampf um ihr Leben, um das der menschlichen und ihrer eigenen Spezies. So, das war der Klappentext. Magst du gleich mal anfangen mit Lesen? Sehr gerne, darauf freue ich mich schon tatsächlich. Ich habe übrigens noch nie zuvor eine Lesung gehalten, also ich werde mir Mühe geben. Aber für alles ist ja ein erstes Mal. Genau, aber das machst du. Garantiert super. Ich gebe mein Bestes. So, aber noch ganz kurz etwas zu der Textstelle, die ich ausgesucht habe. Wirklich nur ganz kurz, denn sie ist so ziemlich vom Anfang. Das heißt, hier wird jetzt erst einmal ein bisschen was zu Andragalen erklärt, zur Protagonistin, aber darüber reden wir noch später. Deswegen, ihr werdet nicht ins allzu kalte Wasser geworfen, schätze ich. So, los geht's. Vika war der Quell aller Gerüchte. Von Liebesdramen bis hin zu Andragalem Pipapo wusste sie alles.
und ich hatte keine Ahnung, woher sie den Tratsch nahm oder in welchen Gehirnarealen sie ihn speicherte. Aber im Grunde spielte das keine Rolle. Das Hörensagen hatte mich nie interessiert und ich war inzwischen gelehrte Meisterin darin, ihr Gerede mit A's und O's an mir abgehen zu lassen. Zumindest war das vor einer Woche der Fall gewesen, als es noch nicht um Todesfälle von jugendlichen Artgenossen in der Oblast Iwersk ging. Als mein Bruder Kostja noch erreichbar und nicht wie vom Erdboden verschluckt war. Das letzte Telefonat mit ihm nagte noch immer an meinen Knochen. Warte mal kurz, hatte er während seines Spaziergangs gemurmelt. Dann ein Aufschrei. Und dann war die Leitung tot. Den absoluten Gipfel erreichten wir jedoch beim Sommerfest. Jetzt. Wir hatten gerade mit der Oberstufe die ungepflegten Sportwiesen im Vorortgürtel von Iwersk betreten, als ein Laster und zwei schwarze SUVs im Feld am Waldrand erschienen. Auf jedem Wagen prangte derselbe Schriftzug. GSA, Global Security Agency. Die einzige legitimierte, gesellschaftlich präsente Andragal-Einrichtung. Dafür ein Koloss von Weltgröße, der primär für die Geheimhaltung unserer Art zuständig war. Global Secrecy of Andragals. Alles in mir zog sich bei diesem Anblick schmerzhaft zusammen. Bitte nicht. Oh mein Gott, keuchte Vika, die es selbst nicht fassen konnte, dass sie recht behalten hatte. Während der gesamten 10-Kilometer-Fahrt von Segan aus hatte sie mir die Ohren damit vollgemüllt, dass der vermeintliche Serienkiller seine neuesten Opfer hier irgendwo drapiert hatte. In all ihrer verstümmelten, geflügelten Pracht. Von dem Spaß, den Vika darin gefunden hatte, mich mit meinem Stress diesbezüglich aufzuziehen, war nun nichts übrig. Die Unterlippe zwischen den Zähnen hielt sie wie ich Ausschau nach einer normalen Erklärung für die Evakuierung. Oder nach Leichen, die die GSA bergen wollte, ehe sie eine Menschenhorde zu sehen bekam. Was will denn der Sicherheitsdienst hier? Entsetzte sich Alina, die wie alle Menschen daran glaubte, dass die GSA nicht mehr war als das. Ein globaler Sicherheitsdienst, dem beizutreten an ein Ding der Unmöglichkeit grenzte. In Wirklichkeit lehnte die Organisation menschliche Bewerber geradewegs ab, wobei sie ihre Maschen deshalb so erfolgreich wahren konnte, weil sie eingeweihte Partner bei den einflussreichsten Behörden und Einrichtungen hatte. Polizei, Militär, Politiker, alles, was man sich ausmalen konnte. Aber egal, wie viel Spielraum die GSA dadurch hatte, auffällige Maßnahmen wie jetzt traf sie nie ohne triftigen Anlass. Dieser Fakt ließ meine Sorgen um Kostja ins Unermessliche schießen. Achtung, erklang es aus einem Megafon des heranholpernden SUVs. Die restlichen Autos waren zu der Bühne und dem Fußballplatz abgebogen. Einen verwahrlosten Acker und eine zertrampelte Wiese von uns entfernt. Es besteht akuter Verdacht auf eine Bombe. Wir bitten Sie, das Gelände umgehend zu verlassen. Ich wiederhole, Bombenverdacht. Die Oberschulen von Segan und Iwersk werden mit all ihren Gästen von den Behörden sofort evakuiert. Die klassische Ausrede, wenn es um Spurenbeseitigung ging. Mir brach der kalte Schweiß aus. Gleichzeitig kehrte eine wogende und drängende Unruhe in die Schülermasse ein. Bitte bewahren Sie Ruhe. Begeben Sie sich ruhig, aber zügig zu den Ausgängen und leisten Sie weiteren Anordnungen der Behörden Folge. Der Geländewagen hielt mit knirschenden Reifen in einiger Entfernung und es sprangen 5 Andragale auf die unbefestigte Straße. Ungewandelt waren sie von Menschen nicht zu unterscheiden, wenn man nicht wusste, auf welche Details man zu achten hatte. Lange Finger, schlanke Körper und Raubtierblicke hinter den zu intensiven Augenfarben. Aber auch ohne diese Merkmale, auch ohne das Wissen um ihr Amt, hätte ich meine Spezies überall wiedererkannt. Wenn ich mich konzentrierte, erreichten die immerwährenden Regungen ihrer Jadren den meinen. Ein 6. Sinn, der so unbeschreiblich und so selbstverständlich war, wie die anderen verschärften 5. Die Kacke ist am Dampfen, murmelte Vika, während ich mir den Hals überdehnte, um über die brodelnde Menge hinwegzuschauen. Die SUVs und der LKW inklusive Container waren auf der Trainingswiese vor der Bühne zum Stehen gekommen.
Mich trennten nur ein mürber Holzzaun und keine 60 Meter von den Leuten, die Licht ins Dunkel bringen konnten. Dass die GSA mich nicht bereits in ihrer Antwortmail über die Gerüchte aufgeklärt hatte, nahm ich nämlich nicht als Indiz dafür, dass hinter Vikas Geschwätz nichts steckte oder dass die Organisation weder von dem Mörder noch über Kostja etwas wusste. Immerhin war die Geheimniskrämerei der GSA auf digitalem Wege noch enormer als von Angesicht zu Angesicht. Aber auf einen Termin für ein persönliches Gespräch wartete man mindestens eine Woche, wenn es schnell ging. So viel Zeit hatte Kostja vielleicht nicht. Womöglich zählte er sogar zu den Opfern, deren Spuren nun beseitigt wurden. Nervös wälzte ich das lasche Schreiben der GSA in meinem Kopf hin und her. Ich hatte es so oft durchgelesen, dass es sich in mein Gedächtnis gebrannt hatte. Sehr geehrte Frau Swanova, die GSA befasst sich nicht mit Einzelfällen, weil Morde bedauerlicherweise eine Seltenheit sind. Wir raten Ihnen, nicht allen Gerüchten Glauben zu schenken und sofort auf einen Serienmörder rückzuschließen. Bei häufigen Todesfällen handelt es sich oft um Bandenkriege. Wir bitten Sie, von weiteren Nachfragen abzusehen. Denn sowohl der telefonische als auch postalische Weg sind nicht vertrauenswürdig, zumal Sie die diskrete Ausdrucksweise missachten. Sollten Sie weiterhin Zweifel oder einen validen Hinweis haben, melden Sie sich bei der Amtsstelle für einen Termin an. Dabei können Sie sich gerne eine Broschüre mit Verhaltenshinweisen mitnehmen. Mit freundlichen Grüßen, Case Nikischow, Kommunikationsabteilung. Mir war die Warnung im letzten Satz nicht entgangen, aber ich musste es trotzdem riskieren. Jana, bist du okay? Vikas milchgrüne Kasachenaugen suchten besorgt meinen Blick. Seit dem Sandkasten witterte sie meine Stimmungen wie ein Spürhund. Andererseits konnte ich mir allzu gut vorstellen, wie viel meine aufgerissenen Augen momentan preisgaben. Das ist meine Chance, brauchte einen Moment, um zu realisieren, dass diese Worte aus meinem Mund gesprudelt waren. Ich gehe da jetzt hin und finde heraus, ob dein Killerbotschwung stimmt, legte ich entschlossener fest. Das ist nicht dein Ernst, oder? Vika packte mich am Arm, damit ich ihr in dem Gerempel nicht entglitt. Das sind nicht die Leute, mit denen man sich anlegen sollte. Ich versuchte, sie abzuschütteln, angestachelt von der Hektik der anderen. Die Gelegenheit war einmalig, ideal. Sie durfte mir nicht durch die Lappen gehen. Ich muss wissen, ob Kostja in Gefahr schwebt, fauchte ich. Die Finger um meinen Unterarm wurden zu Schraubzwingen. Vikas Pupillen reflektierten die drohende Streckung meiner eigenen. Nur weil dein 19-jähriger Bruder seit 2 Tagen nicht an sein Handy geht, musst du nicht zu Sherlock Holmes werden, Liebes. Ja, Kostja wollte diese Woche aufkreuzen. Aber seine Uni liegt 400 Kilometer entfernt. Die Semesterferien haben am Freitag angefangen und heute ist erst Dienstag. Außerdem, sie riss mich zurück und ich stellte wieder mal fest, wie kräftig sie für ihre 1,58 war. Die GSA hätte es in ihrer Antwort geschrieben, wenn sie etwas von ihm wüsste. Es ist Tage her und wer weiß, ob diese zivilen Ansprechpartner überhaupt solche Infos haben. Hier, ich schleuderte meinen freien Arm in Richtung der Räumung und traf dabei einen fliehenden Typen gegen die Brust, der flüchte zischend weiter eilte. Hier komme ich wenigstens an ein hohes Tier. Dann ruf Kostjas Kommilitonen an oder fahr meinetwegen einen halben Tag zu seiner Wohnung. Mein Gott. Werde ich auch, wenn das hier nicht klappt, wetterte ich zurück. Und die Nummern seiner Bekannten dort habe ich nicht. Ich grinste garstig. Freue dich doch, dass deine Gerüchte mich endlich erreicht haben. Damit entwandte ich Vika meinen Arm, wie ich es zu meinen Taekwondo-Zeiten gelernt hatte, und ließ sie stehen. Das Gerücht um den Andragal-Mörder hatte mich von Anfang an geängstigt. Und als Kostja verschwunden war, hatte ich meine Befürchtungen nicht länger heruntergespielt. Jetzt war der Damm gebrochen. Jana, hörte ich noch. Das im Bus war nur Spaß, weil du sonst nicht auf sowas anspringst. Dann war Viktorias Stimme untergegangen. Ich kämpfte mich mit Unterarm und Ellbogen gegen den Strom aus Leibern, wobei ich regelmäßig Hiebe kassierte. Im Gegensatz zu der kurvigen Vika hatte ich zwar 5 Zentimeter mehr auf dem Buckel, war aber in meiner Figur dem typisch lodernden Stoffwechsel von Andragalen ausgeliefert. Yadras und meine derzeitig natürlich verborgenen Flügel waren 2 gefräßige Extras, wodurch die meisten Vertreter meiner Art entweder dauerhungrig oder sehr schmal waren. Oder beides. Mein Appetit war menschlich, sodass ich nur dank meiner Hüfte nicht den Titel Strich in der Landschaft trug. Aber mit meinem Hinterteil konnte ich mich schlecht durch die Menge schwingen,
in der ich völlig unterging. Oh Mann, ich habe mich schon auf meinen Auftritt gefreut, murmelte es im Vorbeiziehen. Aus dem Weg! Es geht nicht da lang, schrie ein Mädchen, mit dem ich bis zu meinem Wechsel auf die Iwerska High in einer Stufe gewesen war. Ich prächte an ihnen vorbei. Es wurde immer lauter, immer chaotischer und die Rekordtemperaturen vermengten sich mit der Panik zu einem Schweißgeruch, der mir gnadenloser in die Nase biss als im Bus. Mein andragaler Körperkontaktscheu ließ sich zunehmend schwerer in ein menschliches Maß zwängen und ich drohte aus den Augen zu verlieren, in welche Richtung ich wollte. Als ich schon auf dem Sprung zur Verzweiflung stand, trat der Holzzaun in meine Sicht und ich musste mir einen triumphierenden Aufschrei verbeißen. Nur damit er mir im nächsten Moment schmerzerfüllt und überrascht entschlüpfte. Ich war minimal gestolpert, doch das hatte der lebendigen Strömung genügt, um mich zu Boden zu reißen. Meine Zähne krachten aufeinander, mein Kopf klirrte und ich wurde getreten. Panik stob in meiner Brust auf, wie aufgescheuchte Schmetterlinge. Mein Yadras kitzelte von innen meine Rippen und ließ Energetik durch meine Adern pulsen. Ich konnte ihn die Lebensessenz jeden Augenblick zu einer Enation umwandeln lassen und die Leute auf diese Weise wegsprengen. Mit genügend Affekt konnte ich sogar Häuser dem Erdboden gleich machen. Aber eine solche Druckwelle wäre das mit Abstand dämlichste, was ich jetzt anrichten konnte. Ich biss die Zähne zusammen und warf mich zur Seite gegen einen Leitungsmast. Aufstehen konnte ich trotzdem nicht. Da fiel ein hagerer Kerl vor mir in die Hocke und schützte mich mit seinem Körper. Noch alles heil? Stieß er hervor. Trotz meiner Desorientierung brauchte ich nur Sekundenbruchteile, um ihn an meinen aufgeschlagenen Knien vorbei als Anja zu identifizieren. Er war unverwechselbar mit seinem Punk-Stil und den Zig-Steckern in seinen ungewöhnlich spitzen Ohren sowie dem Piercing in seiner noch spitzeren Zunge. Die platinblonden Haare hatten ausgewaschene Spitzen und ragten in die Höhe, als habe eine Kuh von rechts nach links darüber geleckt. Danja, keuchte ich. Unter anderem hatte er meinem Bangen um Kreuzja mehr Zunder gegeben, indem er Vikas jüngste Behauptungen bejaht hatte. Ich kannte meinen alten Schulfreund gut genug, um zu wissen, dass er das, anders als meine sadistische Freundin, nicht aus Ulk täte. Oder? Was machst du denn hier? Sprach ich meinen erstbesten Gedanken aus. Der 19-Jährige hatte die Oberschule sehr ganz längst beendet. Ich wollte das Fest besuchen, was sonst? Seine Augen glänzten im Sonnenlicht wie Eissplitter. Komm, ich helfe dir. Er legte die Hände sachte an meine Schultern, im Versuch, mich zu beruhigen oder zu stützen. Ich umfasste seine Handgelenke, was er mit einem Zusammenzucken quittierte. Freunde hin oder her, grundsätzlich mieden andragale Körperkontakt. Aber momentan kümmerte mich das nicht. Ich muss zur GSA. Weißt du, wie ich am besten durchkomme? Du willst was? Danjas Miene kippte und verlieh ihm etwas Jungenhafteres. Er war zwar 2 Jahre älter und einen Kopf größer, dennoch wurden wir oft gleich alt geschätzt. Und das mochte etwas heißen, wenn man meine Hamsterbacken und seine wie mit einer Axt gemeißelten Züge bedachte. Ich weiß, es klingt absurd, aber gerade kann ich es wirklich nicht erklären. Ich drückte seine Unterarme, als er sich zurücklehnte. Bitte. Ja, man sah Danja weder alter noch stärker an. Ich jedoch wusste, dass er mich mit Leichtigkeit durch die Menge boxen oder hier rausschleifen konnte. Mein Herz raste gegen meine Brust, während er mit sich kämpfte und seine Niederlage letztlich mit einem Kopfschütteln verlautete. Wenn du Glück hast, haben sie noch nicht die Zäune aufgespannt. Wenn du Pech hast, klettere nicht drüber, sondern such dir einen entfernten Schlupfwinkel. Sonst bemerkt man dich sofort und du wirst rausgeschickt. Er hielt kurz inne, um zu prüfen, ob die Wichtigkeit davon bei mir eingesunken war. Bis zum Regen hast du ungefähr Zeit. Danach werden weniger Leute am Tatort gebraucht und als Wachen postiert. An denen kommst du nicht mehr vorbei. Dein Ziel ist der Container. Aber wenn du es aufs Gelände schaffst, wirst du sowieso höchstwahrscheinlich festgenommen und dahin gebracht. Er katapultierte uns in den Stand und schob mich von sich, sodass ich wieder dem Holzzaun zugewandt war. Beeil dich! Bevor er es sich anders überlegen konnte, warf ich ein hastiges Danke über die Schulter und quetschte mich fort, ohne zu hinterfragen, woher er all das wusste. Der Menschenauflauf war mittlerweile verdünnt, sodass ich das Gatter schneller erreichte, als mir unterbewusst lieb war. Sie würden mich festnehmen. Bevor ich es mir anders überlegen konnte, kletterte ich auf die Balken. Sie seufzten, als ich mich hinüberschwang, hielten meinem Gewicht jedoch stand und spendierten mir zum Abschied ein paar eingezogene Splitter. Ich landete in Wildgräsern und rannte nur noch gegen ihren Widerstand an. Das Stimmengewirr rückte in die Ferne und machte Zikadenschrillen Platz.
Zeit bis zum Regen. Bei meinem Schulterblick wäre ich beinahe der Länge nach hingeschlagen. Danja hatte recht. Talabwärts, hinter der Skyline von Iverns, schob sich ein Vorhang durch den Bergwald, der sich um die beiden Nachbarstädte mantelte. Waren die Vorkehrungen ausgerechnet wetterabhängig, weil es die Spuren verwischte? Ging es deshalb alles so schnell? Ich wandte mich von der dunkelblauen Hügellandschaft ab und den Silhouetten zu, denen ich näher kam. Alle in Schwarz zogen sie von rechts Bauzäune auf. Nur zu viert, allerdings ziemlich flott. Weil sie nach wie vor in Dragale waren, konnte ich mich nicht darauf verlassen, dass ihre Arbeit sie genügend ablenkte. Ich kalibrierte meine Route nach links, sodass sie mich im Bogen an ihnen vorbei auf die Trainingswiese führte. Das verlängerte meine Strecke, bestückte sie jedoch mit mehr Bäumen, Gesträuch und Leitungsmasten. Je weniger offene Fläche bis zu meinem Ziel zurückzulegen war, desto sicherer. Warum haben die Schulen auch nicht direkt die Straße genommen, die am Wald vorbeiführt? Dann hätte ich mir das sparen können. Gebückt wie ein Troll, hetzte ich durch die hüftlangen Halme, strauchelte, wenn ich in Löcher trat und rutschte einmal in einen zugewucherten Graben. Hin und wieder schmiss ich mich absichtlich zwischen ausgedörrtes Gestrüpp, lauschend und betend, dass mein Geruch vom Unkraut überdeckt wurde, bevor die Andragale ihn im Wind witterten, hoffend, dass die Insekten lauter waren als mein Atem. Als ich endlich auf der Schwelle vom verwahrlosten Feld zur Trainingswiese stand, war ich schweißgebadet, baniert in trockene Erde und mein Haargummi hatte irgendwann die Flucht angetreten. Eine Böe spielte mit den losen Strähnen und flirrte die Hitze aus meinem Nacken. Weiterhin geduckt, schlich ich hinter einen der Geländewegen, wohl wissend, dass der Bauzaun jeden Rückweg ausgesperrt hatte und ich nicht einmal bis zum netzlosen Fußballtor kommen würde, ohne geschnappt zu werden. Dort allein wuselten vier schwarz gekleidete Andragale herum, drei Männer und eine Frau, die wild miteinander diskutierten. Ein schlechtes Gewissen beschlich mich, weil ich ihnen in die Parade fahren würde. Gewiss hatten sie Wichtigeres zu tun, als sich mit mir zu befassen. Aber für einen Rückzieher war es sowieso zu spät. Ich schloss kurz die Augen und sog die regenschwere Luft durch die Nase ein. Dann trat ich hinter dem Auto hervor. Ich kam nicht dazu auszuatmen. Kalte, schwielige Finger schraubten sich um meinen Unterarm und ich schnappte nach Luft, an der ich mich verschluckte. Während ich einen hustenden, erstickten Laut von mir gab, riss mich die Hand zu ihrem Besitzer herum. »Was machst du hier?« kratzte eine Tiefe meiner Stimme. Ich öffnete den Mund und schloss ihn wieder, womit ich aussehen musste wie ein Fisch. Der breitschultrige Andragal türmte sicher eine doppelte Haupteslänge über mir. Sein gebräuntes Gesicht teilten zwei Brandnarben, wobei die eine durch sein linkes Auge verlief. Darin reicherten sich unheilvolle Schatten an. Schnell wich ich seinen Blick aus, um den Rangriesen nicht versehentlich herauszufordern. Er zog einen Mundwinkel so nach unten, dass ich einen Blick auf seine spitzen Eckzähne bekam. Sie waren so lang wie meine während einer Wandlung. »Name«, forderte er zu wissen. »Jana«. Das Wort war zu kurz, um meine rostige Stimme zu aktivieren und glich kaum mehr als einem Hauchen. »Nachname«, seine generell ziemlich großen Zähne zu zeigen, schien zu seinen Grundzügen zu gehören. »Svanova«, kam es diesmal klangvoller durch meine trockenen Lippen. Ein Regentropfen landete auf ihnen und ich presste sie zusammen. Mein Arm war taub geworden. »Was hast du da gefunden, Jäger?«, fragte die Frau, die sich nun aus der dreiköpfigen Männergruppe gelöst und Kurs auf uns genommen hatte. Ich schluckte krampfhaft. Was hatte ich mir nur hierbei gedacht? Ich hatte mich noch nie aktiv mit der GSA auseinandergesetzt. Alles, was ich wusste, kannte ich von Erzählungen. Jetzt ereilte mich das Gefühl, dass diese Leute mir nichts sagen würden. Ich hatte mich einfach in halstiefe Schwierigkeiten manövriert. Verdammt, ich hätte auf Vika hören sollen. Jetzt reiß dich gefälligst zusammen. Du bist für Kostja hier, sagte ich mir. Jana Svanova, stellte mich Jäger, der mit dem roten Pferdeschwanz, vor. Täuschte ich mich oder glänzten Tränen in ihren Augen? Energisch fuhr ihr Handrücken darüber, ehe er Jäger gegen den aufgepumpten, ebenfalls vernarbten Bizeps schlug. Jetzt lass doch mal ihren Arm los, der wird schon ganz blau. Sie wird uns nicht davonlaufen. Stimmt, ich würde ihnen nämlich bestimmt nicht entkommen können. Und dessen war sich die Frau ebenso bewusst wie ich. Als der Druck von meinem Blutband verschwand, kribbelte es unangenehm bis in meine Fingerspitzen und ich drückte mir den Unterarm gegen die Brust. Ich spürte mein Herz darunter hämmern, während mein Yadras bei den Rangordnungen der beiden Andragale in sich zusammenzuschrumpfen schien. Dann setzte ich an, wurde von der Rothaarigen jedoch müde unterbrochen. Frau Svanova, haben Sie sich verirrt? Nein? Gut,
denn das hätte ich auch stark angezweifelt. Ihr Blick zuckte zu den dunklen Wolken, aus denen der Regen in vereinzelten, dicken Tropfen brach. Jegor, bringe sie zu Vlad in den Container, damit er sich um alles Weitere kümmert. Wir haben keine Zeit, uns mit sowas zu befassen. Letzteres war ein gepresstes Knurren, wobei sie uns bereits stehen ließ. Container, richtig. Als ich hier hinterher schauen wollte, drückte Jegors breite Brust in mein Sichtfeld. Und brich ihr nicht den Arm, schmiss die Frau nach, als mich der Angestellte an besagtem wieder packen wollte. Er schnaubte, wobei er erneut seine dauerverlängerten Eckzähne zur Schau stellte, ehe er mich am Rücken vorwärts schob. Jeden Blick dahin, wo die Rothaarige verschwunden war, versperrte er mir fortwährend. Hier entlang, bitte. Okay. Das war der Lesungsteil. Sehr schön. Lass uns doch mal über deine Figuren sprechen. Stell die doch einfach mal vor. Sehr gerne. Also man hat ja jetzt hauptsächlich Jana kennengelernt. Beim Lesen ist mir auch aufgefallen, dass sie echt viel Screentime hatte. Ich meine, klar, sie ist auch, das ist ihre Erzählperspektive. Aber ja, wie gesagt, Protagonistin. Sie ist eine Schülerin, hat man hier ja auch schon gesehen, gehört. Ein Andragal. Deswegen konnte sie da so viel über ihresgleichen erzählen. Ja, so viel zu den Randfakten über sie erst einmal. Was wahrscheinlich auch noch aufgefallen ist, dass sie ein Familienmensch ist. Also sie sorgt sich schon sehr um ihren Bruder. Ich meine, klar, es geht ja auch irgendwie um einen Serienmörder. Aber sie hat schon so eine Ader an sich, dass sie für die Leute, die ihr viel bedeuten, alles zu tun bereit ist. Also dann kennt sie keine persönlichen Grenzen, was ihr dann auch teilweise schaden kann. Ich meine, hier hat sie sich ja auch in Gefahr begeben, aber im Laufe der Reihe tritt das immer mal wieder auf. Ansonsten ist Jana auch eine Person, die nicht viel von der Welt gesehen hat, also außer jetzt dem Ort, in dem sie wohnt, weshalb sie sehr leicht zu begeistern ist. Also sowohl von Ereignissen als auch eben von dem Neuen. Das kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen. Ich mag diesen Vergleich ganz gerne, wie so ein Drachen, der mit so funkelnden Augen Gold erblickt. Also das ist dann letztendlich Jana beschrieben, wenn sie auf etwas Neues trifft. Und das können echt die banalsten Dinge sein. Genau. Ansonsten, wie gesagt, sie hat halt eben nicht viel gesehen. Das bezieht sich nicht nur auf die Umgebung, sondern auch auf ihren Umkreis. Denn sie hatte das Pech, als eigentlich ziemlich kontaktfreudige Person in einem Viertel aufzuwachsen, das hauptsächlich von Rentnern behaust wird. Sodass Kostja, das ist ja ihr Bruder, der jetzt weg ist, wie man bemerkt hat, sehr lange Zeit ihr einziger Spielkamerad gewesen ist und auch sowas wie ihr bester Freund. Also sie hängt dann schon ziemlich an ihm. Genau. Und das bringt mich aber, also von wegen, dass sie immer was erleben wollte, aber irgendwie nicht konnte, zu dem anderen Protagonisten, der hier gar nicht vorkam, bedauerlicherweise, aber im nächsten Lesungsteil, nämlich Arden. Das ist eine sehr andere Person. Aber nochmal kurz zu Jana. Es sieht folgendermaßen aus. Sie hat ihn schon vor langer Zeit kennengelernt. Um genau zu sein, vor 8 Jahren, lass mich nicht lügen, als sie in der Nachbarstadt war, während eines Sommers, da hat sie diesen 10-jährigen Jungen kennengelernt, der sehr lebensfroh war, irgendwie genau das Leben hatte, das sie sich wünscht und einfach alles verkörpert hat, was sie will. Das waren 3 Monate. Das ist so. Vielleicht, also ich glaube, ich habe das noch gar nicht gesagt, dass das in einem fiktiven Russland spielt. Jedenfalls, in Russland ist es so, dass die Sommerferien immer 3 Monate dauern. In Deutschland sind es ja immer 6 Wochen. Falls ich mich jetzt richtig an meine Schulzeit erinnere, die gar nicht so lange her ist. Aber ja, das heißt, sie verbindet ihn mit Abenteuern und so quasi dem perfekten Leben. Aber danach hat sie ihn nie wieder gesehen. Kurz bevor die Ereignisse der Nebelnacht einsetzen, sieht sie ihn wieder und stellt fest, dass er sich sehr verändert hat. Und das gefällt ihr nicht. Denn er ist sarkastisch, wirkt arrogant, dreist, ist auch kein Teamplayer und so. Also früher war er irgendwie sehr kontaktfreudig. Ja, also jetzt ganz guter Übergang zu Arden. Zu ihm gibt es ziemlich viel zu sagen, denn das ist ein Charakter, der kompliziert gestrickt ist
ohne jetzt wirklich spoilern zu wollen, nehme ich einfach mal mehr oder weniger vorweg, wieso unter anderem er sich verändert hat. Kurzer Einschnitt, das ist nicht so dieses Schema, sage ich jetzt einfach mal, dass das Leben jetzt hart zu ihm war und das ihn so verändert hat, dass er jetzt quasi repariert werden muss. Es ist viel korrekter zu sagen, dass Arden hart zum Leben ist und er sich selbst geformt hat. Das heißt, alles, was geschehen ist, hat er selbst zu verantworten. Genauer gesagt, hatte er einen brutalen Job, in den er sich selbst manövriert hat, aber auf den gehe ich jetzt einfach mal nicht genauer ein, sondern vielmehr, warum er dort hineingeraten ist und warum er das Leben so hart nimmt und warum er getan hat, was er getan hat, quasi. Das liegt daran, dass er seine Freiheit sehr schätzt. Das klingt jetzt erst einmal unlogisch, but let me explain Folgendes. Als Andragal hat man es ja nicht so mit Freiheit, behaupte ich mal. Man muss seine Wandlungen unterdrücken, hat man schon direkt bei Jana gesehen, die da auf dem Boden gerempelt wurde, mit Inaktion am liebsten um sich gefeuert hätte, aber konnte sie nicht. Gut, ich meine, will man auch vielleicht nicht, selbst wenn es keine Diskretion gäbe. Aber Tatsache ist halt, dass Andragal es halt nicht so mit Freiheit haben, dadurch, dass sie in Diskretion leben. Das ist für manche okay, für solche wie Jana tatsächlich. Also sie kommt damit zurecht, sie kann ein menschliches Leben ganz gut leben. Solche wie Arden sind dadurch verwirrt, rastlos, schnell gelangweilt, weil sie einfach nicht ihr ganzes Potenzial entfalten können. Und dadurch hat er sich auf seiner Selbstfindung, dadurch, dass er halt sein Potenzial nicht entfalten konnte und irgendwie nicht so wirklich gesehen hat, was er ist, sage ich mal, hat er aktiv sich selbst gesucht, sozusagen, und sich dabei verirrt. Denn wenn man Teil des Verborgenen ist, sieht man halt schlecht, behaupte ich mal. Also das macht einen irgendwie blind, sozusagen. Ansonsten vielleicht ein paar kleinere Sachen zu Arden. Er hat zwei jüngere Geschwister und einen Hund, den er gefunden hat und dann zu sich genommen hat, weil es dem Hund damals nicht so gut ging, sozusagen. Ein anderer Charakter, ich versuche hier jetzt auch mehr oder weniger eine Überleitung zu bilden, bezüglich der Freiheit von Andragal, denn wenn wir an den Klappentext zurückdenken, da wurden ja eigentlich weder Jana noch Arden noch sonst wer so richtig erwähnt. Es ging um eine Gruppe Schüler, um Jugendliche, aber vor allem um Tuman. Das ist nicht der Protagonist, wie man vielleicht erkennen kann. Das ist der Antagonist. Und offensichtlich hat er auch die Schnauze davon voll, in Diskretion zu leben und möchte frei sein. Genau. Dadurch versucht er zum Beispiel auch Arden im Laufe der Handlung auf seine Seite zu ziehen, aber der lehnt ab, obwohl er eigentlich frei sein will. Aber da muss man lesen, warum er das tut, wieso das dann doch seiner Moral widerspricht, tatsächlich die Diskretion aufzulösen. So, also Tuman ist da ganz ähnlich. Also er will auch nicht mehr unterdrückt werden. Er möchte, dass in Schulen beispielsweise die andragale Anatomie zum Beispiel gelehrt wird. Ein anderer Nachteil ist ja auch zum Beispiel, dass wenn Andragale krank sind, sie nicht wirklich medizinische Hilfe bekommen, schon gar nicht andragalspezifische. Genau. Also Tuman hat eigentlich sehr gute Ziele, überhaupt nicht mal, denn wer würde dem widersprechen, dass zwei Spezies auf einem Planeten gleichberechtigt leben können sollten, weil man hat ja schon wahrscheinlich bemerkt, dass andragale Menschen sehr ähneln. Also das ist letztendlich Tumans treibende Kraft. Aber das Problemchen dabei ist, dass er wirklich alles dafür zu tun bereit ist. Und wie im Klappentext gesagt, geht er dafür eben auch über Leichen. Und das ist dann auch der Serienkiller, um den es hier direkt geht und der da die Gegend unsicher macht. Ja. Also ich habe jetzt einfach mal drei Charaktere vorgestellt. Ich habe eigentlich ein sehr großes Figurenpersonal, aber das würde hier den Rahmen sprengen, weil ich sie alle sehr gerne mag und ich könnte Ewigkeiten über sie reden. Also setze ich hier besser einen Punkt. Das kann ich total verstehen. Wer redet nicht gern über seine Figuren aus seinem Buch, ne? Ja. Verrat uns doch jetzt mal, wo dein Buch spielt. Oh ja, das ist auch ein Fass für sich, sage ich jetzt mal. Und zwar, ja, also ich habe das ja auch vorhin da so ein bisschen schon reingeschlüppert. Und zwar ein fiktives Russland ist das. Also nicht ganz Russland ist fiktiv, sondern eine Oblast
Vielleicht ist schon bei meiner Lesung gerade aufgefallen, dass der Begriff gefallen ist. Der wird auch schon so russisch ausgesprochen. Ich glaube, das tanzt dann immer so ein bisschen aus der Reihe, wenn man den Akzent nicht gewöhnt ist. Aber was ist eine Oblast? Ganz kurz, das ist in Russland sowas wie ein Verwaltungsbezirk. Das ist vielleicht auch vergleichbar mit zum Beispiel bei uns jetzt NRW, Bremen, also was, Bayern. Ja, das ist halt eben bei mir fiktiv. Und dadurch habe ich mir persönlich als Autorin sehr viele Freiheiten gelassen, denn eigentlich habe ich mich ausgerechnet für dieses Setting entschieden, weil ich mehr oder weniger mein Russland-Heimweh verarbeiten wollte. Also das hat mich überhaupt erst zum Schreiben gebracht, aber das ist halt eine eigene Geschichte. Das heißt, man sollte meinen, ich habe da eigentlich die ganze russische Kultur einfließen lassen. Habe ich aber nicht. Das war mir dann doch ein bisschen zu anstrengend, weil ich ja doch die meiste Zeit in Deutschland bin. Ja. Aber trotzdem ein paar Aspekte, die das Setting ausmachen, sind halt eben Plattenbauten, ein rurales Umland. Also wenn man mal irgendwie rurales Russland eingibt, dann fallen einem schnell so Isbas auf. Das sind so Holzhütten. Die sind da auch mit dabei. Ich glaube, ich habe irgendwie die Palette voll an Settings mit meiner Oblast, weil ich auch eine City habe, also in der Mitte. Das ist der modernisierte Stadtkern. Da habe ich mich am amerikanischen Modell zum Beispiel orientiert. Das hatten wir in Erdkunde in der Schule. Dass es sowas wie die Downtown gibt. Und das ist dann quasi zentral. Das ragt dann auch so als Skyline heraus. Und je weiter man dann ins Umland der Stadt geht, desto kleiner werden die Gebäude, bis sie dann irgendwann eben diese Holzhütten werden. Aber das ist nicht nur amerikanisch. Nur zu meiner Verteidigung, Moskau sieht sehr ähnlich aus. Also Moskau City sieht genauso aus. Das ist total lustig, wenn man sich das mal im Internet anschaut. Da hat man einfach so eine Ebene quasi drumherum und mittendrin stechen dann wie so Zahnstocher irgendwelche Skyscraper aus, die total aus dem Bild fallen. Und das hat mich echt fasziniert. Ja, das ist es, glaube ich, im Grunde zum Setting. Ich überlege gerade, ob ich was vergessen habe. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich könnte auch sehr viel über das Setting reden, aber das wäre dann auch sehr ausufernd. Das glaube ich, ja. Ich kann dich total verstehen. Also da spricht sehr viel Freude auch aus dir. Das ist super. Magst du gleich mal weiterlesen, den zweiten Teil? Also, der nächste Lesungsteil. Da muss ich am besten doch was zu erklären, anders als zum ersten Lesungsteil, denn der war ja Kapitel 2, während wir hier Kapitel 32 haben. Das ist schon eine ziemlich vorangeschrittene Handlung. Hier ist auch Arden mit dabei und auch noch ein Nebencharakter namens Alex, aber ich will jetzt nicht fies zu Alex klingen, aber er ist jetzt erst einmal egal. Ich sage jetzt nichts zu ihm, aber ich habe ja auch schon vorhin erwähnt, dass Arden ins Geschehen gerät, weil Tuman ihn auf seine Seite ziehen will. Kann sein, dass Tuman dabei seine Pläne verplappert hat und dadurch, dass Arden ablehnt, ist er Tuman ein Dorn im Auge. Weil er kennt ja jetzt auch seine Identität. Tuman ist nämlich anonym, also der will nicht auffliegen, will nicht, dass man seinem Treiben irgendwie Einhalt gebietet. Ja, deswegen ist Arden auf seiner Abschlussliste. Also einer der Jugendlichen aus dem Klappentext. Jana auf der anderen Seite ist auch schon ins Geschehen geraten, also wirklich mitten ins Auge des Sturms, weil sie doch sehr hartnäckig nach Kostja gesucht hat und dadurch ist sie auch Tuman ein Dorn im Auge geworden. Aber um nicht den Rahmen zu sprengen, gehe ich jetzt einfach mal weiter zu dem Teil, den ich vorlesen will, denn da finden die Charaktere, also die Protagonisten und eben auch der Nebencharakter Alex, der dabei ist, Tumans Versteck. Und da brechen sie ein, um sich seine Daten zu holen, also um ihm Einhalt zu gebieten. Sie können ihn nicht bekämpfen, dafür ist er zu mächtig inzwischen. Aber auf diese Weise versuchen sie letztendlich irgendetwas gegen ihn auszurichten, hoffen, dass dann der GSA beispielsweise weiterzureichen und auf diese Weise halt etwas zu verändern. Und hier sind sie gerade kurz davor, tatsächlich in sein Versteck zu gehen. Genau. Dann fange ich jetzt einfach mal an. Wichtig auch noch anzumerken ist, dass das Ardens Sicht ist. Also wenn wir vorher Jana hatten, dann ist es jetzt Arden. Denn ich habe nicht nur eine Erzählperspektive, sondern mehrere, drei, um genau zu sein. Und jetzt ist das jetzt erst einmal er. Jetzt aber. Sobald Alex die Tür behutsam hinter uns geschlossen hatte, vermengten sich die letzten Farben mit dem Fallengrau-Schwarz der Schatten.
Doch auch ohne Nachtsicht liegen schnell auf der Hand, wo wir als nächstes lang mussten. Am Ende des allenfalls 3 Meter langen Ganges war eine Holztür, über der eine weitere Kamera rot blinkte. Da die schmale Schneise daneben allem Anschein nach tiefer ins Erdgeschoss führte, war dies wohl tatsächlich der Eingang zum Keller. Wir durchquerten den Korridor, einzig vom Ächzen der morschen Dielen in unserer Schweigeminute gestört. Bevor ich mich dazu überwand, die Klinke hinunterzudrücken, zog ich einen schwarzen Mundschutz aus meiner Hosentasche und wedelte mit ihm, um den anderen zu bedeuten, ihre Masken ebenfalls anzuziehen. Sicher war sicher, denn selbst wenn unten nicht human, sondern eine Obdachlosengruppe hauste, war es besser, sie kannten unsere Gesichter nicht. So viel hatte ich in den letzten 2 Jahren gelernt. Alex legte eine ähnliche Gesichtsbedeckung an wie ich, während Jana sich ein Tuch bis über die Nase band. Auf dem schwarzen Stoff stand in weißen Großbuchstaben Mask. Ich sah sie mit einem Blick an, der so viel bedeutete wie Was zum Henker? Zur Antwort zog sie finster die Brauen zusammen und druckte auffordernd mit dem Kinn zur Tür. Aufschüttelnd und ein bisschen schmunzelnd öffnete ich sie und entblößte eine Treppe, die sich in der Tiefe verlor. Genauer betrachtet pigmentierte sich jedoch Licht vom voraussichtlichen Ende hervor. Alex und Jana wechselten einen skeptischen Blick. Ich hingegen verlor kurz das Gefühl für meine Motorik, als ein Déjà-vu um meinen Verstand schwoll. Das Gefühl der Routine, das Abschalten von Zweifeln, die im unpassendsten Augenblick zurückfanden. Der Anblick der Treppe sprach aber primär zur Erinnerung daran, wo dieser Lebensabschnitt sein Ende gefunden hatte. Ich lockerte meinen Nacken, um meinen Körper zu wecken, und betrat die Metallstufen. Die Routine war mir im Blut geblieben. Ich musste nur weniger daran denken, wo sie herkam. Das Erste, was mir zunehmend auffiel, war die Hitze. Das Zweite, der Geruch. Es roch nach abgestandener Luft und lebendigen Körpern, was die Zweifel daran, dass dies zu einem Unterschlupf gekürt worden war, restlos ausräumte und uns noch vorsichtiger machte. Wir gingen langsam und traten bedächtig auf. Fast befürchtete ich, jemanden die Treppe hochstürmen und mit einem Gewehr oder einer Inertion auf mich zielen zu sehen. Doch das blieb unerfüllt. Der kränkliche Schein wurde heller, bis wir einen 1,5 Meter breiten, gottverlassenen Betongang erreichten. Einige der Leuchtstoffröhren flackerten in den Deckenwinkeln und es hingen alte Rohre herab. Diesmal traf mich eine harmlosere, jüngere Erinnerung, die ich mir mit Alex teilte. Bei ihm war die Ähnlichkeit zu der Mission, den Sozialstunden, offensichtlich ebenfalls eingesunken, denn er warf mir einen langen Blick zu. Ich erwiderte ihn, senkte dezent den Kopf, um Zuspruch auszudrücken. Dann neigte ich ihn in fragender Aufforderung, worauf Alex den Flur aus verengten Augen absuchte. Einige Meter vor uns gabelte er sich in 2 entgegengesetzte Richtungen. Nach ein paar hinausgezögerten Sekunden zückte dann Dragal sein Handy, wurde der Antwort auf dem Display fündig und zeigte nach rechts. Ich nickte und wir setzten uns in Bewegung. Während wir abbogen, spähte ich prüfend über die Schulter. Dass beide Korridore leer waren, reichte nicht zum Wohlfühlen. Dafür waren sie zu hell und lieferten nichts, wo wir uns hätten verstecken können. Außerdem wurden viele miese Assoziationen geweckt. Nach wenigen Schritten machte unser Gang wieder eine Biegung, diesmal nach links. Und ich stoppte an der Ecke, um den neuen Flur zu begutachten. Er verjüngte sich zum Ende hin, womit er deutlich länger war, und die Wände wurden von Türen liniert, zumeist geschlossenen. Nackt verkabelt leckten manche Stablampen vom Boden aus über die Wände. Nachdem ich mit einer schludrigen Handbewegung zum Weitergehen aufgefordert hatte, erhaschte ich einen ersten Blick auf ein Lebewesen. Einen Mann, der in einem Raum auf einer Pritsche schlief. Ich war nicht überrascht. Gleichwohl regte sich eine, wenn auch taube Unruhe in mir. Sie blieb konstant, während uns mehr schlummernde Leute auffielen, je weiter wir unter Alex' Führung vordrangen. Es wäre ein Leichtes, diesen Ort zum Einsturz zu bringen und damit Tumans Gefolge auszuschalten, auch ehe es wusste, wie ihm geschah. Genau das hätten meine ehemaligen Vorgesetzten in einer Situation wie dieser von mir erwartet. Ich blieb abrupt stehen. Hinter der nächsten Kurve drang ein Geräusch hervor. Auch die beiden anderen Andragale hielten an. Schritte. Alex trat vor
drückte sich rücklings an die Wand und linste um die Ecke. Die Beheizung der letzte Schrott ist, habe ich mich schon fast an diesen Keller gewöhnt, tönte eine Männerstimme hinter der Wand hervor. Und jetzt heißt es wieder aufbrechen und abtauchen. Ich spitzte die Ohren, der andere neben mir versteifte sich. Stimmt, antwortete eine andere Stimme. Aber langsam solltest du dich ans Reisen gewöhnt haben. Ein Lacher. Genau, Reisen. Das Gespräch näherte sich, woraufhin Alex sich hinhockte und eine Hand an den Boden legte. Seine Iriden erglühten in einem bräunlichen Rot, bevor er Luft holte und konzentriert die Lider schloss. Dann durchfuhr den Boden ein leichtes Beben und in der Ferne polterte es. Ich rollte mit den Augen und die Unterhaltung brach mitten im Satz ab. Was war das? Erklang die erste Stimme. Ich geh mal nachsehen, entgegnete die zweite skeptisch. Schritte entfernten sich, doch einer der Typen blieb. Alex ihm einen Steinhaufen auf den Kopf fallen lassen konnte. Der Zurückgebliebene bewegte sich vorwärts und mir dämmerte, dass ihn K.O. zu schlagen, tatsächlich als einzige Option erwies. Jana erfasste die Lage ebenfalls und stieß mich leicht gegen den Arm, um auf sich aufmerksam zu machen. Ich lenke ihn ab, er schaltet ihn aus, wisperte sie praktisch tonlos. Ehe ich protestieren konnte, nahm sie die Schultern zurück und schritt um die Linkskurve, geradewegs ins Rampenlicht. Ich beherrschte mich um einen Fluch und trat neben Alex, um das Geschehen mitzuverfolgen. Wer bist du? Der Kerl starrte Jana an, als sähe er einen Geist. Ich? Niemand, Sie ging geschickt um ihn herum, sodass er uns den Rücken zuwenden musste, um den Blickkontakt zu ihr zu wahren. Einfach ein Mädchen? Was machst du hier, Mädchen? Ein drohender Schritt ihr entgegen. Für mich das Startsignal, dem Typen die Lichter auszuknipsen, solange er keinen Alarm schlug und Nummer 2 nicht in Sicht war. Ich ging um die Ecke und als ich mich an den Mann heranpürschte, schaute Jana ihm gezielt nicht über die Schulter, um seine Aufmerksamkeit nicht auf mich zu lenken. Ich spürte, wie ein Grinsen über meine Lippen glitt. Das hier ist... Ich erwischte ihn von hinten am Ausschaltknopf jedes Säugetiers, direkt unter dem Ohr. Wie ein Kartoffelsack klappte er zusammen und unverzüglich griff ich ihm unter die Arme, um ihn hinter die Wand zu schleifen, an der wir eben gestanden hatten. Er musste ja nicht im Gang herumliegen oder ein regelrechtes Auskunftsschild darüber sein, dass in Tumans Kerker eingebrochen wurde. Er war ein Mensch, hauchte Jana fassungslos, nachdem ich zu ihr und Alex zurückgekehrt war. Kopfschüttelnd schob ich sie vorwärts. Wir hatten keine Zeit für Zweifel. Tuman sagte selbst, dass Menschen sich ihm genauso anschließen dürfen wie Andragale, erinnerte ich sie. Und wenn es doch nur irgendeine Obdachlosenbande ist, raunte Alex, während wir dem Ende des Ganges entgegeneilten. Ich schaute genervt zur Decke. Entspann dich, der Mensch wird schon nicht daran sterben. Ein Tag Kopfschmerzen, danach ist er wieder fit. Und überhaupt. Ich warf einen paranoiden Blick über die Schulter, dann einen scharfen zu Alex. So sehen keine Obdachlosen aus. Ganz zu schweigen davon, dass die Rede unmissverständlich an einem Aufbruch gewesen war. Bei den Leuten hier konnte es sich um kaum etwas anderes als Tumans Gang handeln, die auf dem Sprung stand, sich umzusiedeln. Im nächsten Gang müsste der Raum mit dem Haupt-PC sein, teilte Alex uns mit, den Blick wachsam auf die kommende Biegung gerichtet. Den Menschen inzwischen vergessen. Naja, meines Wissens im einzigen PC hier. Dann wird es dort bestimmt Sicherheitsmaßnahmen geben, überlegte ich. Ich sehe nach. Leichtfüßig wie eine Katze glitt Jana an mir vorbei, um zur Rechtskurve zu schleichen und um die Ecke zu lugen. Mit einem Kopfschütteln entwarnte sie uns. Eigenartig. Ich hatte mindestens mit einer Wache gerechnet. Eher zwei. Auch wenn wir mit eigenen Augen gesehen hatten, dass der Großteil, bisher ungefähr ein Dutzend, schlief. Bogen sie sich derart in Sicherheit, nur weil ihr Versteck so abgeschieden war? Nun, das hoffte ich inständig. Alles andere würde gewaltige Probleme bedeuten. Unser Zielkorridor war kurz und noch weniger spektakulär als die anderen. An der linken Wand gab es ausschließlich eine offene Holztür. Daneben war ein Schrank in den Beton eingelassen. Kameras fand ich keine mehr. Doch die verschlossene Tür auf der rechten Wandseite bestätigte, dass wir hier richtig waren. Bläuliches Licht bahnte sich einen Weg durch die Lamellen eines alten Rollos, das anstelle des Fensters hing, das einst in die Tür hineinmontiert gewesen war. Ich schaute Alex mit hochgezogenen Brauen an und druckte meinen Kopf fragend in Richtung der Tür. Er nickte, worauf ich vorging. Noch drei Schritte bis ich vernahm ein hauchzartes Geräusch,
das nicht den beiden Andragalen entsprang. Misstrauisch drehte ich mich um und weitete beim nächsten Blinzeln die Augen. Eine Gestalt trat aus der Dunkelheit des Raums mit der offenen Tür. Scheiße. Meine Reaktion und der Blickkontakt waren ein Fehler, für den Jana binnen Sekunden würde bezahlen müssen. Sie stand mit dem Rücken zu dem Mann und war für ihn der nächste erreichbare Eindringling. Instinktiv überwand ich den Abstand zu ihr, als den Typen keinen halber Meter mehr vom Angriff trennte. Er zückte einen Gegenstand. Gleichzeitig wollte Jana von mir zurückweichen, womit sie dem Mann buchstäblich in die Arme fallen würde. Ich stieß sie beiseite, während der Arm des Typen samt des Gegenstandes vorschoss. Schon landete er in meinem Magen und ein Stechen explodierte in meiner Mitte. Es brannte durch meine Nervenbahn, lähmte meine Muskeln und entriss mir die Kontrolle über meinen Körper. Was zur Hölle? Krampfhaft versuchte ich, jegliche Laute, die gegen meine Zähne schlugen, zu erwürgen, um mich den Rest des Nestes auf die Matte zu holen. Verdammt, was war das? Ein Taser. Kaum war die Erkenntnis aufgeflackert, gaben meine Knie nach und der Mann wurde weggerissen. So, es geht noch weiter, tatsächlich mit dem nächsten Kapitel auch schon. Kurzer Einschnitt, das ist Janas Sicht diesmal. Also, ich verwirrt sein, nicht mehr Arten erzählt, sondern Jana. Okay, dann geht's auch schon direkt weiter. Der Angreifer rammte Arden etwas in den Bauch und es blitzte grell. Man hörte das Sirren von Strom und Arden zuckte heftig zusammen. Er krümmte sich und fiel mit einem unterdrückten Stöhnen auf die Knie. Flex hatte ich die rasante Abfolge an Handlungen beobachtet und stolperte gedanklich noch hinterher, als Alex vorschoss und der Mann von hinten eine Hand auf den Mund presste. Den Freien schlang er um seine Brust. Zur Antwort rammte ihm der Gegner den Ellbogen mehrfach in die Rippen und Alex krümmte sich, den Griff lockerte er allerdings nicht. Da nahm mein Denken den Dienst endlich auf. Ich hechtete vor und erwischte den Mann, wie ich es bei den Kampfkursen gelernt hatte, unterhalb des Ohrs am Kiefer. Ähnlich einer Puppe, der man die Fäden durchgeschnitten hatte, sackte die Wache in Alex' Arm zusammen. Und damit war es schlagartig vorbei. Aus den schlaffen Händen des Menschen fiel ein Objekt zu Boden, das ich als Elektroschocker wiedererkannte. Der Stromschlag damit war wohl für mich vorgesehen gewesen. Ich schrak leicht zusammen, als Arden zu Alex trat, der wiederum besorgt auf seinen Freund zuzuckte. Ich hatte nicht bemerkt, wie Arden auf die eher wackeligen Beine gekommen war. Er nahm die Hand von seinem Bauch, um sie zu heben und den Kopf zu schütteln. Dann straffte er sich endgültig und zeigte Alex den Daumen nach oben, ehe er mit dem Mittelfinger auf den Bewusstlosen wies. In einem legieren "Gib den mir" Schwenk deutete Arden auf sich. Zögerlich lockerte Alex seinen Griff um den Mann, worauf Arden sich den Ohnmächtigen über die Schulter hiefte. "Wir haben nicht zufällig Kabelbinder dabei", raunte Alex und rief sich die Stelle, wo ihn vorhin die Hiebe getroffen hatten. "Bedauere." Arden schaute auf den Wandschrank. "Jana, wärst du so nett?" ächzte er. Ich huschte zum Spind und zog ihn auf. Das Innere hatte keine Regalbretter mehr und bot damit gerade genug Platz, um einen Menschen zu verstauen. Arden ließ den Mann hineinsinken und schloss sanft die Tür, wobei er allerdings wirkte, als hätte er sie lieber zugeknallt. "Alle heil?" fragte er in die Runde und klopfte sich lautlos die Hände ab. Wir nickten, worauf er trotzdem kurz zum Schrank sah und mit einem abfälligen Funkeln in den Augen "Arschloch", knurrte. "Ich schlage vor, wir sputen uns ein bisschen", flüsterte ich mit Blick auf die leuchtenden Lamellen. "Gegen 20 Männer mit Tasern werden wir uns wahrscheinlich nicht behaupten können." "Dann setzen wir mal alles darauf, dass hinter dieser Tür niemand ist." Arden überbrückte die Distanz zu ihr und legte eine Hand ans ehemals weiß lackierte Holz. Die Klinke hatte jemand abgerissen, sodass er lediglich drücken musste. Schon schwang die Tür leise knarzend auf. Ich spähte ungeduldig an dem Andragal vorbei und sah niemanden. Das Zimmer war leer. "Glück gehabt", murmelte Alex. Wir betraten den zellenartigen Raum, dessen einzige Lichtquelle auf einem ledierten Tisch thronte und auch sonst das einzig Interessante hier war. Einige Kabel gingen vom Laptop ab und verschwanden in der kahlen Wand dahinter. Leise schloss ich die Tür hinter uns. "Seltsam, dass hier niemand ist", wunderte ich mich, während Alex schnurstracks in die Mitte des Raums marschierte, um sich in den Drehstuhl vor dem PC zu setzen. "Und es auch keine Patrouillen gibt oder dergleichen." Arden schmunzelte flüchtig. "Wozu? Sie leben hier mitten im Wald, in einem von 7 vergessenen Gebäuden und noch dazu im Keller. Das ist zwar eine Kaserne, aber Tumans Gang ist nicht das Militär." "Hm", machte ich und schaute zu Boden.
seitdem Arden den Taser-Angriff auf mich verhindert hatte, spukte mir ein aufdringlicher Dank durch den Kopf. Allerdings käme sowas vermutlich komisch und auch die Situation schien unpassend. Ich gab den Gedanken auf und gesellte mich zu den zwei Dragalen, die sich beide auf den Bildschirm fokussierten. Angestrengt beobachtete ich über Alex' Schulter, der das Passwort knackte, woraufhin Tabs und Fenster enthüllt wurden, die man wahrscheinlich zuletzt benutzt hatte. Nur, oh je, ich stützte mich mit einer Hand auf die Tischplatte und starrte fassungslos auf den Ozean aus Zahlen, Buchstaben, Icons und Ordnern. Das war kein gewöhnlich eingerichteter Laptop. Unsere Stecknadel im Heuhaufen befand sich auf einem Planeten aus Heuhaufen, inmitten eines Heuhaufen-Universums. Wie wollen wir in diesem Wirrwarr denn etwas Nützliches finden? Das wird Ewigkeiten dauern. Ganz ruhig, dafür bin ich ja da, raunte Alex, längst in seine Arbeit versunken. Ihn dabei zu beobachten, wie sein Blick starr am Monitor klebte, während die Finger in Hypergeschwindigkeit über die Tasten flogen, hatte etwas Unheimliches. Arden stützte sich mit dem Unterarm auf Alex' Schulter und hob eine Braue. Das E-Mail-Programm eben, war es auf den Namen Tuman registriert? Wie konnten sie in diesem Geflimmer überhaupt etwas aufschnappen? Ja, was war denn noch? Was machst du überhaupt? Letzteres fragte er, weil plötzlich ein schwarzes Fenster den kompletten Bildschirm überlappte und ein riesiges Error präsentierte. Kurz darauf verschwand die Meldung wieder. Immer langsam, murmelte Alex, ohne den Blick vom Laptop zu eisen. Immerhin habe ich nicht sonderlich viele Anhalts. Aha, was ist? Fragte ich sofort. Hast du etwas entdeckt? Er drückte noch zwei Tasten, zwei weitere Klicke mit dem Touchpad, dann öffnete sich ein Fenster und Alex lehnte sich ein Stück zurück. Die Frage ist wohl eher, was ich nicht entdeckt habe. Chats, Berichte, Kameraaufnahmen, Verträge, Zielorte. Ich realisierte, dass wir auf eine Unterhaltung mit einem Artyom Chatunov vom Donnerstag schauten. Tjoma. Alex schüttelte den Kopf. Jedenfalls gehört das alles zweifellos zu Mann. Aus Artens Richtung kam ein leises, ganz und gar unmenschliches Grollen, welches ich als Sonok identifizierte. Was hiervon wäre am nützlichsten für uns, wollte er wissen. Alex verließ den Chat und klickte etwas anderes an. Alles? Aber man bräuchte Stunden, um das durchzulesen, und die Zeit haben wir nicht. Besser, wir kopieren die Daten. Die neue Seite zeigte eine andere Konversation, diesmal von heute. Konnte den Agenten nicht überwältigen, weil von Tier abgelenkt wurde. Die GSA hat meine Route vermutlich getrackt. Wir müssen uns deswegen vorläufig einen anderen Ort suchen. Melde mich später. Bis auf Weiteres überlasse ich die Umquartierung euch. Der Name, an den die Nachricht ging, war eine wirre Kombination aus Zahlen und Buchstaben. Nicht hilfreich. Alex schießt langsam den Atem aus. Aber wisst ihr, was komisch ist? Dass fast alle alten Berichte einer einzigen Person geschickt wurden. Doch die hieß immer nur Unknown. Seit ungefähr einem Jahr liegt der Kontakt still. Er runzelte die Stirn. Bis dahin gingen auch die meisten Verträge und Standorte auf chinesische Adressen. Arden richtete sich mit verengten Augen auf. China? Alex nickte seufzend. Ja, das sprang ziemlich ins Auge. Aber wie gesagt, wir haben keine Zeit, das jetzt alles zu analysieren. Okay, dann kopiere das Zeug und nichts hier raus hier, sagte Arden. Schon dabei. Alex hatte einen Flashdrive eingeschoben und malträtierte die Tasten. Der Kopierprozess begann, als sein Dragal sich plötzlich kerzengerade aufrichtete und ihm binnen weniger Sekunden alle Farbe aus dem Gesicht wich. Scheiße. Verständnislos blickte ich auf den Bildschirm. Ein kleines rotes Viereck begann in der Mitte zu blinken. Unterstrich copy Spiegelstrich data Spiegelstrich alert. Unterstrich not Spiegelstrich today Spiegelstrich Parkers. Doppelpunkt P. Alex sprang auf, katapultierte den Stuhl damit nach hinten und riss den USB-Stick aus dem Anschluss, als auch schon eine Sirene losschrillte. Okay, so, das war's dann mit dieser Lesung. Ja, das war sehr schön. Oh, das Dankeschön. Verrat uns doch jetzt mal, ab welchem Alter dein Jugendbuch geeignet ist. Ja, also Andragal hat eine Altersempfehlung ab 14 Jahren, aber diese ist umstritten in letzter Zeit.
mehr oder weniger. Denn meine neue Lektorin hat angemerkt, dass mein Stil zu kompliziert wäre und 14-Jährige ihn dann noch nicht so gut verstehen würden, aber gesagt, ab 14, nicht nur für 14-Jährige. Auf der anderen Seite ist das halt auch so, dass ich finde, dass mit voranschreitender Handlung die Themen ernster werden und vielleicht auch die Bücher ein bisschen brutaler. Jetzt gerade beim Lesen fiel mir auch wieder auf, dass das irgendwie nicht so ganz friedlich ist, was da passiert. Aber ich habe aktuell eine 14-jährige Leserin und sie meint, sie versteht alles. Also wer weiß, vielleicht bleibt die Altersempfehlung ab 14, vielleicht kommt da ab 16 hin, aber es bleibt allemal ein Jugendbuch. Also weil ich würde mal behaupten, dass wenn man sich am ehesten mit den Charakteren identifizieren kann, so ist es zumindest bei mir, wenn man eines Alters ist, also die Protagonisten sind ja 17, 18, die Jüngste ist 16, der Älteste ist 19. Ja, deswegen finde ich halt, dass es am ehesten ein Jugendbuch ist, aber eigentlich ist es auch unbegrenzt. Man kann auch 99 sein und es noch lesen. Genau, so viel zur Altersgruppe. Wie bist du auf die Idee zu deinem Buch gekommen und wie lange hast du daran gearbeitet? Oh, also, wie bin ich auf die Idee gekommen? Auf die Idee konkret für Andragal, das kann ich tatsächlich gar nicht so genau sagen, denn Ideen zu bekommen ist ein Prozess, der streckt sich bis jetzt hin. Er wird sich ewig hinstrecken. Also wenn ich zum Beispiel an Band 4 denke, dann liefert mein Gehirn immer noch etwas nach. Also die Ideen kommen ja kontinuierlich. Aber wahrscheinlich ist es interessant, von einem einzigen Moment zu reden. Und das war tatsächlich mit 13. Also ich arbeite, seit ich 13 bin, an diesem Buch. Das sind jetzt fast 8 Jahre, also wirklich lange. Das war, ich glaube, das ist auch relativ typisch, weil irgendwie habe ich das voll oft gehört, dass Leuten, also Autorinnen und Autorinnen, ihre Ideen ausgerechnet in dieser Situation kamen. Sie fuhren aus dem Urlaub. Sie saßen im Auto, haben Musik gehört und dann kam ihnen einfach diese Idee. Und genauso war das halt bei mir. Und ja, aber man muss halt auch sagen, Andragal, wie es jetzt ist, ähnelt seinem Vorgänger oder seinen Vorgängern, denn davon gibt es wirklich viele, nicht sehr. Also vieles hat sich grundlegend verändert. Ja, so kam es dann letztendlich zur Idee. Also es gab irgendwie schon einen triggernden Moment, nenne ich es jetzt einfach mal. Aber die Ideen kommen immer weiter und das werden sie auch bis zu meinem Tod, schätze ich. Wo schreibst du? Hast du ein Schreibzimmer oder schreibst du am Küchentisch? Ja, also ich bin ein ziemliches Gewohnheitstier, was Schreiben angeht. Also es ist mir wirklich schleierhaft, wie andere Schreiberlinge sich ins Café setzen können oder zu sagen dann einfach, ich brauche einen Tapetenwechsel, ich setze mich jetzt auf die Parkbank. Ich brauche meinen Schreibtisch in meiner Ecke, an die ich gewöhnt bin. Ja, und da befinde ich mich eigentlich immer, außer an Silvester. Das ist tatsächlich die einzige Ausnahme. Da kann ich mal am Küchentisch schreiben, weil mir da die Atmosphäre so gefällt. Aber das ist dann auch kein kreativer Prozess, sondern vielmehr eine Überarbeitung. Vielleicht lektoriere ich dann auch mal oder plotte. Aber tatsächlich schreiben immer an einem und demselben Platz. Hast du eine bestimmte Zeit, wo du schreibst? Und hast du Rituale? Ja, habe ich. Also zu der Zeit, da befinde ich mich auch gerade im Umbruch, könnte man sagen. Normalerweise schreibe ich immer morgens. Sobald ich aufgestanden bin nach dem Frühstück und dann gerne mal bis 1 Uhr oder 1:30 so um den Dreh, das ist gerade möglich, da das Studium halt asynchron und online stattfindet. Und dann kommt es halt auch mal vor, dass ich abends schreibe, so ab 8 Uhr. Und das sind halt wirklich so fixe Uhrzeiten. Aber eigentlich bin ich inzwischen so durch die ganze Uhrzeitenpalette geschlittert. Also ich habe auch schon mittags geschrieben. Eine lange Zeit lang habe ich wirklich ab 2 Uhr bis 5 geschrieben. Wenn ich mich so daran erinnere, frage ich mich, wann ich geschlafen habe, weil ich ging ja auch noch zur Schule. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, also das ist auch irgendwie so mein Ritual, dass ich immer um diese Uhrzeiten inzwischen schreibe. Aber ich glaube, das ist nicht so gut, weil ich habe eine Zeit lang für mich irgendwie den Mittag verteufelt als Schreibzeit. Aber ich glaube, das lag nur daran, dass ich mich nie darauf eingelassen habe. Also wie gesagt, ich bin ja ein Gewohnheitstier, deswegen auch immer das Schreibtisch. Und ich glaube, deswegen habe ich mich einfach auf andere Uhrzeit nicht eingelassen. Und ich möchte jetzt einfach mal flexibler in meinen Schreibzeiten werden. Also ja, ich habe irgendwie alles schon ausprobiert. Theoretisch kann ich auch um jede Zeit schreiben, außer um eine. Das habe ich noch nie gemacht. Das ist das, was ich von manchen Schreibenden gehört habe, dass sie sich einen Wecker um 4 Uhr morgens stellen. Ich weiß nicht, vielleicht weil sie
das dann noch vor der Arbeit erledigen möchten. Und dann schreiben sie halt so bis 9 oder 8, so ganz früh am Morgen. Das habe ich noch nie gemacht. Und theoretisch will ich das tun, aber irgendwie will ich es auch nicht tun, weil ich nicht so gut aus dem Bett komme. Und dann noch zu den Ritualen, weil das sind jetzt ja keine richtigen Rituale gewesen. Ich habe schon ein paar Rituale, und zwar, es muss immer ein Getränk bereitstehen. Also sei es Tee oder Wasser, also im Sommer ist es dann eher Wasser, im Winter oder in den kälteren Jahreszeiten Tee. Und komischerweise ist es immer Süßholztee. Also das ist so mein Schreibtee, aber eigentlich bin ich leidenschaftliche Grünteetrinkerin. Aber nein, beim Schreiben nicht. Ansonsten stelle ich mir auch immer einen Timer, also von 28 Minuten. Sobald der rum ist, mache ich 5 Minuten Pause. Aber das mache ich nicht, weil ich diese Pausen brauche oder nur 30 Minuten schreiben kann. Wobei, habe ich gesagt, dass das 28 Minuten sind, eine sehr komische Zahl. Aber ja, es sind einfach 28 Minuten. Das mache ich, um mich nicht ablenken zu lassen. Wenn ich mich hinsetze um 8 Uhr oder 9 und weiß, okay, ich kann jetzt schreiben bis 2, bis 1, dann ist das so ein so ein Blick bis zum Horizont, nenne ich es jetzt einfach mal, dass ich mir denke, gut, kannst du halt nebenher noch die Mails checken, dir die Nägel knipsen, und letztendlich habe ich dann gar keine Ahnung mehr, warum ich meinen Word-Count nicht erreicht habe, weil ich nicht mehr einschätzen kann, okay, wie viel habe ich in dieser Zeit jetzt geschrieben und wie viel habe ich die Krähen hinter dem Fenster gezählt. Deswegen stelle ich mir meinen Timer. Sobald er aus ist, bin ich berechtigt, mir 5 bis 10 Minuten Pause zu nehmen und alles zu erledigen, was ich zwischenzeitlich tun wollte. Das ist so mein Ritual. Warum bist du Autorin geworden? Oh, das ist auch ein etwas längeres Thema, aber ich versuche, mich kurz zu fassen. Und zwar, das sind 3 Punkte, die man hier nennen kann. Zum einen muss man, nein, ich glaube, ich fange anders an. Ich muss erst einmal sagen, dass ich glaube, dass ich dafür geschnitzt bin, stundenlang vor dem Bildschirm zu sitzen und Tasten zu berühren. Denn ich bin eine Person, die sich sehr gerne bewegt, die nicht gerne sitzt, die hibbelig ist und nicht gerne auf Bildschirme schaut. Also das trifft sich irgendwie nicht so gut. Aber es war halt folgendermaßen. Ich habe irgendwann angefangen, Ideen zu bekommen. Und ich sage jetzt mal, Abenteuer mit meinen Gehirnmitbewohnern zu erleben. Das sind dann meine Charaktere, denn es fühlt sich zeitweilen wirklich einfach an, als wären das meine Mitbewohner in meinem Kopf. Das war so cool und das war so interessant, und mir war es einfach viel zu schade um diese Ideen und diese Gefühle, also dass ich sie irgendwie nur in mir trage. Ich wollte sie hinausgeben, das mit Leuten teilen, und irgendwie war der einzige Weg das Schreiben. Also man kann bestimmt irgendwie auch Drehbücher schreiben oder sowas, aber mit 13 war wirklich Bücher schreiben die einzige Variante für mich. Genau, also das ist so der eine Punkt. Ich wollte einfach irgendwie diese Erlebnisse teilen. Apropos Erlebnisse teilen und Emotionen in Leuten auslösen, das bringt mich zu meinem anderen Punkt. Also wirklich konkret Emotionen auslösen. Das ist etwas, dazu haben mich Regisseure wie Hayao Miyazaki inspiriert oder Makoto Shinkai oder auch andere Autoren, also dass sie in mir etwas bewegt haben. Und das war so faszinierend, dass ich mir dachte, wow, wie cool wäre es, wenn ich auch etwas in Leuten bewegen kann. Ich denke, es ist noch ein sehr weiter Weg bis dahin, aber das ist irgendwie so mein absolutes Superziel als Autorin. Und ja, der dritte Punkt, das ist auch irgendwie Thema Bewegendes, das ist, dass ich mit 13 so eine etwas einsamere Phase hatte, auf die ich jetzt einfach mal nicht weiter eingehe. Es war eine düstere Zeit, sage ich jetzt mal. Und da waren Bücher so mein Anker. Also ich habe da sehr viel gelesen, überhaupt erst wirklich angefangen, das Lesen für mich zu entdecken. Also meine Mom hat mich schon früher gezwungen zu lesen, damit ich lesen lerne. Aber da habe ich das dann auch wirklich freiwillig getan. Und das hat mir einen super Zufluchtsort gegeben. Aber das Problem damit war, dass wenn man dann zum Beispiel irgendwie auch ein Fan wurde von den Büchern, irgendwann verfliegt das ja. Also spätestens nach einem Monat, wenn man dann durch ist mit den Büchern, ist man nicht mehr so begeistert davon. Und deswegen dachte ich mir, hey, baust du deine eigenen Luftschlösser, die sind zeitlos. Das ist so der dritte Punkt, warum ich mit dem Schreiben angefangen habe, warum ich Autorin wurde tatsächlich. Ja, das war's. Das sind die 3 Punkte. Wie würdest du dich selbst beschreiben? Als sehr kompliziert gestrickt und als hoffnungslose Träumerin. Also das war schon immer so irgendwie, ich kann es nicht lassen, vor mich hinzuträumen. Ich schwebe immer in den Wolken. Ansonsten, boah, das ist aber auch so schwer, was zu sich zu sagen, merke ich gerade. Also das bin ich auf jeden Fall.
wie Jana, das fällt mir gerade auf, das habe ich auch über Jana gesagt, ich lasse mich sehr schnell für Dinge begeistern. Das ist teilweise aber nicht so gut, denn ich lasse mich auch schnell für Hobbys begeistern. Also zum Beispiel spiele ich ja E-Gitarre, ich wollte mal Shuffle Dance mir beibringen. Das sind teilweise echt anspruchsvolle Dinge, aber ich kann es nicht lassen. Also wenn mir etwas gefällt, dann denke ich mir, ich will das jetzt und ich will es auch wirklich jetzt sofort. So würde ich mich quasi beschreiben, wenn das denn überhaupt eine Beschreibung ist. Ich würde mich auch als spontane Person beschreiben. Es kam schon jetzt öfter vor, dass ich, sagen wir, am Samstag beschlossen habe, ich will in die Alpen. Am nächsten Tag habe ich gesucht und am übernächsten bin ich dann verreist. Also ich bin ein sehr spontaner Mensch. Ja. Das hört sich super an. Wo finden wir dich bei Social Media? Auf Instagram hauptsächlich. Also da bin ich wirklich am aktivsten. Für alles andere würde ich, glaube ich, gar nicht mehr so die Kapazitäten haben. Ich kann auch meinen Instagram-Namen nennen. Ja, sehr gerne. Also Njura, erst einmal wie mein Autorenname. Und der ist sau doof auszusprechen, aber ich habe so ein Fable für ein Wort. Ich mag Punkte und Unterstriche nicht. Njura Author, also Njura Autor. Das A geht dann einfach ins Author im Englischen über. Genau das ist es. Ansonsten habe ich noch eine Website. Das ist deutlich einfacher. Die heißt einfach njuraschäber.de. Auch ohne Unterstriche oder sonst was. Ansonsten habe ich noch Spotify und Pinterest. Da bin ich für Andragal unterwegs. Also auf Pinterest habe ich ein Moodboard zu Andragal. Da heiße ich auch genauso wie auf Instagram, also New Author, wie man es jetzt auch sprechen mag. Und dann gibt halt einfach Andragal ein, dann kommt da schon was raus. Und auf Spotify heiße ich auch einfach Njura Schäber. Da gibt es eine Playlist zur Andragal-Reihe, aber auch zu anderen Buchprojekten, die aber erst einmal egal sind, weil die mit denen befasse ich mich nicht. Andragal nimmt mich schon genug in Anspruch. Ich glaube, sonst habe ich noch nichts mehr, außer Goodreads und Lovely Books, aber da wage ich mich noch erst hinein. Also ich komme da erst noch angeschlichen. Ja. Wo können wir denn jetzt dein Buch kaufen? Also erst einmal typische Antwort, überall, wo es gibt im Internet, in Buchläden. Aber wirklich vorzugsweise würde ich jetzt mal sagen, bei lokalen Buchhändlern, denn das unterstützt die Buchläden und ist auch super für die Autoren, denn das macht dann auf das Buch aufmerksam, wenn man das halt eben auch öfter darüber stellt. Ansonsten, ja, Thalia ist super, Hugendubel, ja. Im Internet kurz gesagt. Aber wirklich, es ist richtig cool, wenn man Bücher über die lokalen Buchhändler bestellt. Was wünschst du dir von deinen Lesern? Dass sie meine Bücher mögen. Nein, Spaß. Also ich meine, das kann ich nicht erwarten und das wäre auch irgendwie voll unrealistisch. Also, was ich mir wünsche, ist tatsächlich ehrliche, konstruktive Rückmeldung. Denn nur so kann ich mich verbessern. Ich meine, ja, dann muss ich das erstmal verschmerzen. Ich bin eine sensible Person, aber das muss halt einfach sein. Also Rückmeldung, diese gerne in Form von Rezensionen. Also Rezensionen sind super wichtig. Ich verstehe es, wenn Leute dafür das nicht tun wollen, weil man gerade einfach Besseres zu tun hat. Ehrlich, ich verstehe das, ich war selbst so. Aber das ist so unterstützend für die Autoren, das kann man eigentlich fast gar nicht begreifen, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Also bis ich nicht mit Autoren und Autorinnen zu tun hatte, wusste ich das nicht, aber ja, Rezensionen, das zeigt dann anderen Interessierten, ob das auch was für sie ist, lockt vielleicht Interessierte an, also dass sie das überhaupt erst dann für sich entdecken, das. Ansonsten finde ich es auch sehr cool, wie man wahrscheinlich jetzt dieser Podcast-Folge gesehen hat. Ich liebe es, mich über meine Bücher zu unterhalten, das heißt, Lese-Updates finde ich klasse. Also auf meinem Instagram-Account wird es jetzt auch demnächst, nein, gibt es schon, so, gibt es schon Templates. Also wenn man die ausfüllt und mich darauf markiert, da freue ich mich wie sonst was. Man kann mir auch gerne Privatnachrichten schicken, um mit mir über das Gelesene zu sprechen. Ja, dass man vielleicht auch das Buch weiterempfiehlt, wenn man es mochte, ist nicht unbedingt ausleiht, weil, ich meine, ja, ich verstehe, wenn man seinen Freunden dann Bücher ausleiht, aber, ich sage jetzt mal, Künstler sein ist ein etwas undankbarer Job und deswegen würde es mich halt freuen, wenn ihr dann euren Freunden empfehlt, das Buch, dass sie sich das Buch dann auch zulegen, wenn ihr es dann empfehlen könnt. Ja, das sind dann so die Sachen. Ja, das war sehr schön. Dankeschön. Ich fand es auch sehr schön. Ich habe sehr viel geredet.
Das ist gar nicht schlimm, das ist super. Wir sind auch leider schon am Ende und ja, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Es war wirklich sehr interessant. Sehr gerne, ich habe zu danken. Vielen Dank. Sehr gerne. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag heute und ich hoffe, bis bald. Ja, hoffe ich auch ebenso. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.